Hi, hi, ich begrüße euch ganz herzlich heute zum Tagesorakel für Samstag. Wir haben den 10. Dezember 2022 und wir werfen mal ein Blättchen auf den heutigen Tag. Ihr wisst, das sind immer nur energetische Tendenzen, was jeder draus macht. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich habe letztens was davon erzählt, dass da jemand sein könnte, der dich umwirbt. Dann kam die Frage, wann genau ist das? Wann genau soll das stattfinden? Hier gibt es niemand, der mich umwirbt. Ich gehe auch nicht raus und sowas. Ja, dann können die Energien sein, wie sie eben möchten. Also nagelt mich hier nicht auf was fest. Es kratzt nur die Oberfläche. Die Abendorakel, was die Liebe halt irgendwie beschreiben, sind da weitaus zielsicherer, weil auch ausführlicher. Und will man wissen, was mit der eigenen Lebenssituation gerade so es auf sich hat, ja, der darf gerne mich kontaktieren wegen eines privaten Readings, weil das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich hier auf die Allgemeinheit lege. Ich wollte es nur noch mal eben dazu gesagt haben. Es ist so ein bisschen wie wenn du in der Prisma dein Tageshoroskop liest oder in irgendeiner Zeitung dein Tageshoroskop liest. Es ist immer nur eine Tendenz. Und die Tendenz, die heute auf den Tisch möchte, ist folgende. Welche Themen könnten heute interessant für dich sein? Ja, vielleicht haben manche zurzeit so einen kleinen Durchhänger, gehen nochmal durch schwere Zeiten. Geh da nicht in den Widerstand. Nimm es so an, wie es ist. Da könnten dann unter Umständen Gefühle, Emotionen in dir hochkommen, die nicht unbedingt angenehm sind, aber es macht keinen Sinn, die beiseite zu schieben, sondern eher da nochmal die Lupe anzusetzen. Wenn du in den Widerstand gehst, wenn du versuchst, das wegzudrücken, dann wirst du lange Spaß an diesen schweren Zeiten haben. Besser ist es, Schwierigkeiten als Gelegenheiten zu akzeptieren, in denen man etwas lernen kann. Und tust du das? Betreibst du wirklich regelmäßig Innenschau? Begibst dich vielleicht auch mal in die Stille, machst mal eine Meditation oder eine Heilhypnose? Dann wird sich diese harte Arbeit auf Seelenebene letztendlich auszahlen, denn hier liegt der Erfolg. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Das erste Ziel ist, in die Selbstliebe zu gehen. Wenn du in der Selbstliebe bist, dann brauchst du auch nicht mehr dauernd Anerkennung von außen, Lob von außen. Dann weißt du einfach, dass das, was du tust, dass du dahinter stehen kannst. Du hast immer weniger Probleme, mit denen du dich befassen musst, weil du immer weniger getriggert wirst. Na, wenn die Wunden von innen heraus heilen und es ist heil, da kann auch mal jemand drüber kratzen und es fängt nicht direkt wieder an zu bluten und ja, sich so anzufühlen wie eine Verletzung. Ich habe so den Eindruck, dass viele auch durch schwere Zeiten gegangen sind und diese schweren Zeiten aber genau das waren, die dazu beigetragen haben, dass du der Mensch bist, der du jetzt bist, mit vielen Facetten, vielleicht auch mit Ecken und Kanten, aber Ecken und Kanten, die einfach sehr liebenswürdig sind. Wir gucken mal, was der Samstag denn so bringen möchte. Um was geht's da heute? Hoppla. Ich glaube, das reicht schon. Das Füchschen guckt raus, wo du vielleicht in einer bestimmten Situation noch im Zweifel warst. Gibt es jetzt einen Neustart in deinem Leben? Neustart, was das Finanzielle angehen kann, aber vielleicht auch einen Neustart in puncto Liebe. Es gibt Menschen um dich herum oder einen Menschen um dich herum, für den du tiefe Gefühle hast, wo du vielleicht in der letzten Zeit im Zweifel warst, ob das jemals nochmal eine positive Wende nehmen würde, weil zum Thema Liebe gehören ja immer zwei. Du hast ja aber in dieser Zeit mal wieder dein inneres Kind angeschaut und dir sind vielleicht wieder Dinge klar geworden, die vorher im Verborgenen lagen oder nur an der Oberfläche betrachtet worden sind. Du hast dir deine Gefühle angeschaut und das führt dazu, dass du
ja mehr und mehr in deine Leichtigkeit gekommen bist. Und genau das wird sich dir heute zeigen. Ein Tag, an dem du energetisch gut aufgestellt bist, an dem auch Botschaften auf dich zukommen. Und ja, Botschaften, die in Richtung Neustart zeigen oder dir einen Neustart offerieren. Lass mal so stehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstag. Mach was Schönes. Lass es dir gut gehen und bleib mir gesund und gerne bis zum nächsten Mal.